Vor der thailändischen Küste haben Bergungsteams ein zuvor verunglücktes Touristenboot gehoben. Das Schiff war zusammen mit einem anderen Boot am 5. Juli bei Phuket gesunken. 47 chinesische Touristen kamen dabei ums Leben. Nach Angaben der zuständigen Behörden hatte das Wrack in 45 Metern Tiefe gelegen. Bei einem vorigen Bergungsversuch war ein Arbeiter ums Leben gekommen.